Hallo und herzlich willkommen zur Google Partner Academy. Wir werden heute im Zusammenhang mit dem Videotraining uns das Thema Google Analytics anschauen und haben hierzu einmal die Grundlagen für euch aufbereitet. Wir werden einen gemeinsamen Ausflug durch die Benutzeroberfläche machen und im Speziellen, weil das ist natürlich für euch, denke ich, eines der wichtigsten Nutzungsmöglichkeiten, aufzeigen, was man tun muss, damit man hier auch im Zusammenhang mit Google AdWords die optimale Kontoverknüpfung vornimmt. Das Ganze wie immer aufbereitet in ca. 60 Folien, die wir im Laufe der nächsten Stunde gemeinsam durchgehen werden. Und ich hoffe, dass euch dabei wieder ein paar neue Dinge auffallen, die ihr vielleicht für eure Arbeit entsprechend direkt einsetzen könnt. Und da starten wir auch gleich durch. Das heißt, was liegt heute an? Wir werden uns mit dem Basiswissen von Google Analytics auseinandersetzen. Wir werden schauen, welche interessanten Informationsbereiche es gibt, werden einmal gemeinsam die Berichtsübersicht uns anschauen und im Detail insbesondere eben hier auf die Verknüpfung Google AdWords mit Google Analytics eingehen. Und das erwartet uns jetzt hier in der nächsten Zeit und da steigen wir auch gleich ein. Natürlich werden die meisten von euch schon einen Google-Account nutzen. Das ist klar. Wenn man mit AdWords arbeitet, bleibt das ja am Ende des Tages auch nicht aus, dass man sich hier mit entsprechenden Konten versorgen muss. Trotzdem ist es vielleicht noch mal gut, das Thema Revue passieren zu lassen. Das ist immer ganz wichtig zu verstehen, dass man mit seinem eigenen entsprechenden Account, den man hier verwendet, natürlich gleichwohl Zugriff auf alle Google-Dienste hat, die es in dem Zusammenhang gibt. Das heißt, ich muss für mich einen entsprechenden Google-Account einrichten. Und ganz wichtig, das hat bitte nichts mit einer Gmail-Adresse zu tun. Die kann man per se natürlich auch verwenden. Aber jeder von euch kann mit seiner normalen Firmen-E-Mail-Adresse sich ganz bequem ein Google-Konto einrichten, das er so dann für die Verwendung der diversen Google-Dienste benutzen kann. Also, ob ich damit auf mein Google AdSense-Konto zugreife, Google Analytics verwenden will, ob ich meinen My Business Eintrag pflegen möchte, den Google Tag Manager verwende, oder die Webmaster Tools, also heute heißt das ja Search Konsole, nutzen möchte, egal. All das lässt sich eben mit einem Google Account hinnehmen und so konkret für die gemeinsamen Zwecke einrichten. Und das ist immer die Ausgangsposition, die wir beachten. Wo starten wir durch? Na, ganz einfach. Wir melden uns auf der Seite google.de/analytics an. Für die Kollegen aus der Schweiz ganz einfach google.ch/analytics. Für die österreichischen Kollegen ist es dann google.at/analytics. Das heißt, wir kommen von dieser zentralen Situation auf die entsprechende Startseite. Und ich empfehle auch jedem hier mal regelmäßig zu verweilen, weil es gibt hier zum einen einen wirklich guten aktuellen Blog, den man permanent nutzen kann, um sein Wissen rund um die Funktionalität von Analytics zu vertiefen. Darüber hinaus finden wir hier Zugriff auf zwei verschiedene Hilfebereiche. Es gibt erstmal einen separaten Hilfebereich, den man sehr schön benutzen kann, um die allgemeine Funktionalität zu verstehen und sich da weiter zu informieren. Dann haben wir noch einen speziellen Hilfebereich, der ist im Develop-Bereich von Google mit angesiedelt. Das heißt, hier ist dieser Bereich der Hilfe für Leute interessant, die eben auch bei der Implementierung mitarbeiten, die also genau Programmierbeispiele, Skriptbeispiele haben möchten, um natürlich die letzten Feinheiten aus dem Programm natürlich auch rauszuziehen. Last but not least gibt es auch im Google Analytics Bereich hier eine kleine eigenständige Academy, also ein eigener Schulungsbereich, den man prima durchlaufen kann. Hin und wieder werden dort auch nochmal kleine Fragestellungen durchgearbeitet. Also jede Menge Videomaterial ist natürlich hier auch wieder zur Verfügung. Also sehr gut geeignet, um sich hier auch nochmal selbst ein bisschen mit Schwerpunkten nachher zu versorgen und dem Produkt eben weiter sozusagen auf die Tiefe zu gehen. Haben wir also noch kein Google-Konto beziehungsweise auch noch kein Google Analytics-Konto, dann wählen wir diesen orangenen Button Konto erstellen. Haben wir schon einen entsprechenden Analytics-Account, können wir direkt über Anmelden auf das Thema letztendlich einsteigen und wir machen einfach mal gemeinsam hier gleich diesen Ablauf durch, um zu verstehen, welche Informationen das System an der Stelle von uns verlangt. Das heißt, ich melde mich ganz normal mit meiner Mail-Adresse, meinem Google-Account plus Passwort an.
Ja, die meisten werden vielleicht sogar schon die Zwei-Stufen-Authentifizierung gewählt haben, wo ich zusätzlich noch mit dem PIN-Code arbeiten muss. Also hier eine deutliche Sicherheitsverbesserung nochmal in dem Zusammenhang, und kann im Grunde genommen direkt hier dann mit der Verwendung von diesen Tools entsprechend starten. Ein neues Konto zu registrieren ist dabei denkbar einfach. Das heißt, wir können hier automatisch ein paar Punkte im System durchlaufen. Das heißt, wir werden jetzt gemeinsam hier ein paar Informationen im System eintragen. Wir bekommen im Anschluss einen sogenannten Tracking-Code zur Verfügung gestellt. Diesen müssen wir auf unserer Webseite einbauen. Und so wie wir das getan haben, können wir umfangreiche Berichte rund um die Webseite entsprechend abrufen. Das ist also alles hier in dem Zusammenhang mit Google Analytics möglich. Dabei ist die Nutzung natürlich hier sehr einfach zu handhaben. Ja, wie viele andere Google-Dienste auch, das Ganze natürlich noch kostenlos. Und aus meiner eigenen Erfahrung würde ich immer empfehlen, hier sehr intensiv mal mit Analytics zu arbeiten, weil wir dadurch wirklich gute Informationen über unsere Webseite nochmal herausbekommen. Und speziell, wer natürlich hier auch im Rahmen seiner Online-Kampagnen später optimieren will, kommt aus meiner persönlichen Betrachtung tatsächlich nicht um das Thema Google Analytics drumherum. Natürlich gerade in Verbindung mit AdWords und anderen Google-Diensten auch sehr zu empfehlen, weil sämtliche Produkte miteinander verzahnt sind und ich hier durchaus die Leistungsdaten nachher in verschiedenen Ebenen verwenden kann. Also unbedingt da rangehen an das Thema und hier mal fix ein Konto erstellen. Welche Informationen müssen wir eingeben? Nun ja, das ist natürlich relativ überschaubar. Grundsätzlich hier an der Stelle nochmal im Einstieg wichtig zu wissen, ich kann Google Analytics heute nicht nur für meine Webseite verwenden, sondern ich habe auch die Möglichkeit, mobile Apps in Verbindung mit Google Analytics nachher zu tracken. Also wer auch im Bereich von Android oder iOS-Programmierung unterwegs ist, sollte in jedem Fall die Möglichkeit nutzen, auch hier mit Google Analytics im Rahmen seiner Programme zu recherchieren. Das heißt, ich bekomme auch dort entsprechende Auswertungen, die mir helfen, die Nutzung meiner App besser zu verstehen, die mir natürlich Zielgruppeninformationen liefern, genauso wie wir das jetzt gleich gemeinsam mal für eine Webseite durchführen wollen. Auch hier nochmal ein Hinweis. Wir arbeiten übrigens seit ja, mittlerweile über einem Jahr alle mit dem sogenannten Universal Analytics zusammen. Im Vorfeld, also vor etwa anderthalb Jahren, fand der Wechsel statt, wurde noch mit dem sogenannten klassischen Analytics gearbeitet. Alle Konten wurden übrigens automatisch von Google an der Stelle konvertiert. Trotzdem ist es nochmal wichtig, in den Projekten später reinzuschauen, damit man auch sieht, auf welcher Basis hier gearbeitet wird. Mitunter ist eine nachträgliche Anpassung des Tracking-Codes empfehlenswert. Aber auch da werden wir gleich im Verlauf drauf eingehen. Wenn wir eine Webseite mit Google Analytics erfassen wollen, geht es sehr einfach vonstatten. Ich kann für mich erstmal einen Kontonamen hinterlegen und das ist ganz wichtig auch für die Agenturen, die hier heute unter uns zuschauen. Das heißt, wenn ich für meinen Kunden nachher hier ein Google Analytics Konto einrichte, ist immer wichtig, auch das jeweils für ihn unternehmenbezogen zu machen. Das heißt, auf einem Agenturkonto als sogenannte Properties verschiedene Kunden einzurichten, ist hier keine gute Idee. Man hat nämlich dann das Problem, dass man eine Property gar nicht aus einem bestehenden Konto mehr herauslösen kann. Der Kunde hätte also mitunter die Schwierigkeit, dass er bei einem geplanten Agenturwechsel gar nicht mehr an seine Daten nachher herankommt. Und das könnte natürlich hier zu Diskussionspotenzial führen, was man von vornherein vermeidet. Das heißt, saubere Einrichtung ist immer hier auf dem Unternehmen hin ein eigenes Google Analytics Konto konfigurieren und genauso wie ich heute natürlich mit ganz vielen verschiedenen AdWords Konten von Kunden zusammenarbeiten kann, funktioniert das ähnlich auch sogar im Grunde genommen ein wenig einfacher noch auf der Analytics Basis. Das heißt, ich kann hier im Grunde genommen auch fast beliebig viele Google Analytics Konten nachher verwalten. Das spricht also überhaupt nichts dagegen, das Kundenindividuell einzurichten. Neben dem Kontonamen, den ich entsprechend hier vergeben muss, möchte das System natürlich jetzt auch von mir wissen, für welche Webseite soll denn hier das Analytics-Konto eingerichtet werden, weil das sind natürlich hier nachher die relevanten Tracking-Informationen, die zu verarbeiten sind. Ja, hier ist es wichtig, dass ich einfach meine URL an der Stelle eintrage im System. Achtet bei der Neukonfiguration bitte jeweils drauf, ob die Seite vielleicht von vornherein schon HTTPS verschlüsselt ist. Das wäre ja aus Sicht der Google-Suchmaschinenoptimierung heute der empfohlene Zustand. Und dann sollte man bitte hier vorne auch das richtige Protokoll direkt eintragen, damit natürlich der Tracking-Code dann auch entsprechend vorbereitet ist und hier gemäß den Erfordernissen die Informationen erfassen kann.
Die Branchenkategorie können wir vorwählen. Wer später zum Beispiel im Rahmen von Analytics auch auf Benchmark-Informationen zugreifen möchte, hat darüber eine Vorselektion gemacht. Durchaus auch eine Möglichkeit, mit der man arbeiten kann. Also in dem Fall hier auch gleich bitte beherzt die Option eintragen, die hier unserer entsprechenden Branche der Webseite tatsächlich am nächsten kommt. Die Berichte sind jeweils auf die Zeitzone ausgerichtet, die ich hier im Konto nachher eintrage. Dabei ist immer wichtig, ich könnte bei Google Analytics später die Zeitzonen beliebig auch nochmal im System verändern. Und hier ist jeweils sozusagen die 0-Uhr-Zeit relevant, die ich praktisch über die Zeitzone definiere. Das heißt, ich informiere mich im Vorfeld, für welche Zeitzone soll denn das Konto hauptsächlich betrachtet werden und kann das entsprechend hier so einstellen, dass natürlich die Zeitbereiche auf den Berichten dann auch mit der tatsächlich realen Tageszeit hier für die Berichte übereinstimmen. Das macht natürlich am meisten Sinn. Das ist ein Unterschied zu dem AdWords-Bereich. Wir wissen, dass wir im AdWords-Konto später die Zeitzone nicht mehr verändern können. Da wird immer automatisch die von der Einrichtung relevanten Zeitzone entsprechend übernommen. Und so muss man nachher hier bei den Unterschieden aufpassen. Wichtig ist, wenn ich mein Google Analytics-Konto einmal mit dem AdWords-Konto verknüpft habe, wird automatisch auch die AdWords-Zeitzone hier mit übernommen und lässt sich dann auch in dem System hier vorrangig nicht mehr modifizieren. Das macht ja auch keinen Sinn, weil sonst würden ja die Leistungsdatenberichte nachher auseinanderlaufen. Wir haben die Möglichkeit, einige Optionen im System anzuhaken. Hier seien vielleicht mal die ersten beiden an der Stelle kurz dokumentiert. Und das ist natürlich jedem freigestellt, welche Datenfreigaben er in seinem Analytics-Konto verwendet. Die erste Datenfreigabe für Produkte und Dienste von Google ist insofern relevant, wenn wir zum Beispiel unser Google AdWords-Konto auch mit dem Google Analytics-Konto verwenden wollen. Und das dürfte ja hier bei den Zusehern heute in den meisten Fällen der Fall sein. Und darum gehört das für mich eigentlich zum Pflichtprogramm, weil gerade dazu ist es ja sinnvoll. Mit diesem Haken bin ich eben dann auch in der Lage, Leistungsdaten aus Google Analytics in meinem Google AdWords-Konto zu verwenden. Also da ist die Richtung aus Analytics Richtung meinem Google AdWords-Konto. Da gibt es hier ein paar Parameter, die wir im späteren Verlauf noch erläutern werden. Und darum aus meiner Sicht eigentlich hier immer wichtig, den Haken zu setzen. Die Möglichkeit, Benchmark-Berichte abzurufen, gibt es seit etwas über einem Jahr zur Verfügung. Das heißt, auch das ist hier ein separater Haken. Funktioniert in der Praxis wie folgt. In dem Moment, wo ich mich dazu entscheide, Benchmark-Informationen in meinem Google Analytics-Konto zu verwenden, stelle ich gleichzeitig meine eigenen Daten anonymisiert im Benchmark-Pool zur Verfügung. Nicht also ganz klar, geben und nehmen. Ich gebe meine Daten anonymisiert, bekomme dafür entsprechend Benchmark-Daten aus meinen Branchen wieder zurückgeliefert. Und das ist natürlich mitunter eine gute Hilfe, wenn wir nachher mal analysieren wollen, wie wir denn so zum Wettbewerb stehen. Da gibt es viele Vergleichsparameter, die wir aufrufen können. Und es ist sicher auch im Hinblick nachher der Optimierung keine schlechte Idee, darauf zuzugreifen. Den Zugriff vom technischen Support sollten wir aktivieren, wenn wir hier zum Beispiel Bedarf haben, bei technischen Problemen mit dem Google Analytics Support zu sprechen. Nur dann hat er auch die Möglichkeit, hier auf mein Konto zuzugreifen. Das Gleiche gilt hier unten auch für den Google Account Spezialisten. Wer also hier mit einem Google AdWords Supporter auf dem Analytics-Konto mal arbeiten möchte, muss auch diesen Haken entsprechend setzen. Wir sehen, die meisten Dinge lassen sich aber auch temporär im System vornehmen. Und das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung, damit wir hier auch zu entsprechenden Informationen später gelangen. Ja, AGBs akzeptieren ist natürlich die Pflichtsituation. Und wenn wir das gemacht haben, können wir an der Stelle dann auch weitere Informationen abrufen. Und darum hier nochmal in der Übersicht, na, wichtig, die Website-Informationen zu hinterlegen, die Branchenkategorie mitzunehmen, darüber hinaus nochmal hier bitte die richtige Zeitzone im System konfigurieren. Und dann haben wir auch schon den Zugriff auf unsere entsprechende Tracking-ID, die wir zur Konfiguration des Systems entsprechend benötigen. Und das können wir hier anhand der Tracking-ID jederzeit auch nachvollziehen. Das heißt, im Wesentlichen werden wir uns gleich in der Zusammenfassung nochmal anschauen, wie wir hier mit dem Tracking-Code nachher umgehen. Das wollen wir natürlich auf den weiteren Folien uns gemeinsam erarbeiten.
Wir sind jetzt mal auf einem bestehenden Konto einfach in den Verwaltungsbereich gegangen und den erreichten wir nach dem Login oben über die hellgraue Zeile, die wir hier in dem Zusammenhang wiederfinden. Wir sehen, dort haben wir einmal einen Zugriff auf eine Startseite. Wir können hier später die Berichte abrufen. Wir haben die Möglichkeit, auf personalisierte Informationen zuzugreifen und wir können hier in das entsprechende Backend von Analytics gehen. Dort machen wir sämtliche Einstellungen und Verwaltungen, die wir im späteren Verlauf für unser Konto benötigen. Die Kontoeinstellung selbst haben wir gerade im Einstieg gemeinsam konfiguriert. Genau dort liegt im Grunde genommen der Unternehmensnamen drin. Genau dort kann ich auf meine Kundennummer zugreifen. Genau dort haben wir entsprechend hier die Datenfreigabeeinstellungen aktiviert. Das ist eben alles hier in dieser linken Spalte Konto nachher für mich zur Verfügung und kann entsprechend geändert werden. Selbstverständlich verfügt das System hier an dieser Stelle auch eine Nutzerverwaltung. Das heißt, wenn der Kunde natürlich auch Zugriff auf das System bekommen soll oder weitere Mitarbeiter, kann ich die hier sehr einfach im System eintragen. Ich muss dazu lediglich die E-Mail-Adresse eintragen und kann dann vier verschiedene Rollen im System vergeben, sodass man im Grunde genommen allen Gegebenheiten gerecht wird und die Zugriffe auf die natürlich intensiven Kundendaten hier individuell regeln kann. In der mittleren Ebene verwalten wir nachher die sogenannten Property-Daten. Hier haben wir gerade schon mal unsere URL eingetragen und wollen mal schauen, was wir hier an weiteren Informationen nachher im System noch vornehmen können und aktivieren können. Und wir sehen, es gibt hier auch speziell einen Menüpunkt, wo wir die Tracking-Informationen aus dem System herausziehen können. Das heißt, hier kommt der berühmte Code-Schnipsel her, den wir dann auf unserer Internetseite natürlich beziehungsweise auf der betreffenden Internetseite implementieren müssen, damit genau die Erhebung der Kennzahlen und Daten aus dem System heraus möglich ist und hier entsprechend mitläuft. Ja, so sieht er aus, unser Tracking-Code. Das ist im Grunde genommen das kleine Skript, was nachher dafür zuständig ist, hier die Datenerhebung zu verlassen. Dieses kleine Skriptelement muss im Quelltext der Internetseite eingefügt werden. Selbstverständlich auf jeder einzelnen Internetseite, die wir hier mit Google Analytics betrachten wollen, also nicht nur auf der Startseite, sondern logischerweise auch auf allen Unterseiten, die wir zur Verfügung haben. Und wir sehen, dass hier nachher unsere sogenannte Property-ID mit enthalten ist. Das heißt, diese Zuordnung dieser Nummer betrifft letztendlich genau nachher unserem Konto. Das heißt, diese mittlere Nummer, in dem Fall die 777866, ist unsere Google AdWords Kontonummer, die wir, Entschuldigung, Google Analytics Kontonummer, die wir haben. Die 4 würde jetzt hier entsprechend unsere Property entsprechend markieren. In dem Fall ist also auch die Webseite dazu nochmal eingetragen. Für diese Internetseite werden hier also die Daten auf Basis der Kontoinformationen später erhoben. Leider können wir diesen Tracking-Code so nicht für den deutschen Markt verwenden. Da müssen wir noch einige Besonderheiten nachher beachten. Und darum haben wir auf den weiteren Folien gleich nochmal ein paar wichtige Informationen untergebracht. An der Stelle aber gerne auch nochmal der Einschub. Je nachdem, mit welchem Content Management, also CMS-System oder mit welchem Shop-System ich arbeite, gibt es heute für alle Standardsysteme in der Regel schon ein vorgefertigtes Modul, Plugin oder Extension, wie es halt genannt wird, das ich einfach nur aktivieren muss, um hier Google Analytics zu verwenden. Das heißt, ich spare mir dann bei diesem Programm vielfach das Einbinden des Tracking-Codes manuell. In dem Fall wird mich das System hier nur nach der Property-ID fragen. Und das ist hier diese UA-Nummer, UA-Kundennummer und Property-ID, die Sie eben problemlos hier aus dem Konto natürlich rausziehen können. Wichtig wäre darauf zu achten, dass dieser Universal Analytics Tracking Code auch im Quelltext in der richtigen Position untergebracht ist. Der gehört genau genommen in den sogenannten Head-Bereich, am besten vor das entsprechende Head-End-Tag gesetzt. Dort wäre er richtig platziert. Wenn wir den Tracking-Code noch im Body-Tag haben, dann ist es hier aus der Definition von Google Analytics an der Stelle falsch eingesetzt, sollte einfach konfiguriert werden, damit natürlich hier die Datenerfassung auch unproblematisch mitlaufen kann. Wenn wir den Code manuell verwenden, ist wichtig darauf zu achten, dass wir diesen Tracking-Code theoretisch beliebig manuell noch erweitern können. Es gibt nämlich einige zusätzliche Funktionalitäten, die wir damit dem System näher bringen werden.
Wir haben hier zum Beispiel mal eine Codezeile mit eingefügt, die nennt sich einfach GA für Google Analytics, Require Display Features. Damit aktivieren wir den Zugriff auf die Display Features, was speziell wichtig ist, wenn wir zum Beispiel Zugriff auf demografische Berichte und Leistungsmerkmale nehmen wollen und wenn wir auch Google AdWords Remarketing in Verbindung mit unserem Google Analytics Tracking Code ausführen wollen, was übrigens eine sehr gute Möglichkeit ist und ich eben nur empfehlen kann, weil das Handling mit den Tracking Codes wesentlich einfacher wird und die Konfiguration der Remarketing Listen über Google Analytics wesentlich einfacher und vielfältiger ist, wie wir das hier mit unserem normalen Google AdWords Code ansonsten hinbekommen. Also einfach diese Zeile zusätzlich einfügen. Die wird heute temporär noch benötigt. In Zukunft kann man sie auch über das Backend nachher direkt mit konfigurieren. Da muss man einfach in die Version schauen, was das eigene Konto im Analytics-Bereich ermöglicht. Weiterhin ist für den deutschen Markt erforderlich, dass wir hier auch noch eine zusätzliche Ergänzung im System einsetzen. Und zwar ist hier bei uns erforderlich, dass wir eine sogenannte Anonymisierung aktivieren. Set Anonymized IP auf True ist hier der entsprechende Befehlsaufruf. Und der ist in Deutschland zwingend notwendig, damit wir Google Analytics auch datenschutzkonform verwenden können. Das ist bereits im Jahr 2011 mit dem Datenschutz hier einmal verhandelt worden. Und zwar ist diese Funktion recht einfach erklärt. Es wird nämlich hier im Grunde genommen bei den eingehenden Besuchern die entsprechende IP-Adresse um die letzten drei Stellen abgeschnitten. Und diese kompletten IP-Adressen werden auch nicht mehr von Google verarbeitet. Das heißt, wir haben immer nur die ersten Fragmente der IP-Adresse übrig. Und wenn man nicht die vollständige IP-Adresse des Besuchers hat, das wisst ihr natürlich, dann hat man überhaupt nicht mehr Zugriff auf die Einzelperson. Das heißt, damit kann ich nicht mehr direkt zuordnen, welche Personen sich tatsächlich auf meiner Internetseite natürlich entsprechend bewegt haben. Das ist im Grunde genommen genau hier die Funktionalität. Umso brisanter ist, dass man natürlich im Quelltext einer Internetseite in der Regel sofort sehen kann, ob dort ein Analytics-Tracking-Code eingebaut ist oder nicht. Und ich kann natürlich genauso sehen, ob dort die Anonymisierungsfunktion aktiviert ist. Und wenn das nicht der Fall ist, laufe ich halt natürlich Gefahr, dass mich dort mal ein netter Mensch darauf aufmerksam macht. Im ungünstigsten Fall ist das ein Anwalt, der da vielleicht gleich Geld für haben möchte. Und darum treffen wir bitte lieber die Vorsorge und versuchen, das im System zu aktivieren. Gerade auch wichtig, wenn man hier mit entsprechenden vorgefertigten Modulen arbeitet, dass man auch sicherstellt, dass die der deutschen Rechtssituation auch Rechnung tragen und eben auch diese Anonymisierung im System grundsätzlich mitnehmen und dort mit Verwendung finden. Ja, auch noch eine zusätzliche Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit, hier heute auch über verschiedene Subdomänen nachher unseren Google Analytics Code einzusetzen. Wenn wir also es nicht nur mit einem normalen Internetauftritt zu tun haben, also nicht nur www.firma.de, sondern auch noch shop.firma.de, forum.firma.de, was auch immer wir dort noch an Subdomänen nachher mit haben, dann könnte es für uns natürlich relevant sein zu sagen, okay, wir möchten natürlich gerne auch über die Unterseiten hier mit dem gleichen Tracking-Code arbeiten, damit wir in einer zentralen Berichtssituation nachher darauf eingehen können, um zu sehen, wie viele Leute habe ich denn jetzt vom Shop bekommen, wie viele sind aufs Forum gegangen. Dann empfiehlt es sich einfach hier diese zusätzliche Aktivierung über den Begriff Auto vorzunehmen. Damit werden in dem Falle, dass Subdomains vorhanden sind, eben auch meine Statistiken richtig mitgezogen und das bietet sich natürlich an, das hier auch von vornherein im System zu verwenden. Dieser Fall kommt ja in der Praxis tatsächlich häufig vor. Die ganz fortgeschrittenen Benutzer könnten auch über verschiedene Top-Level-Domänen hin ein Tracking implementieren, also über verschiedene Domainnamen. Auch das lässt sich ohne Probleme heute mit Google Analytics bewerkstelligen und im System einstellen. Ich empfehle gerade bei der Neuübernahme von Projekten durchaus mal in den Quelltext der Webseiten reinzuschauen, um mal zu sehen, ob denn hier der Analytics-Tracking-Code auch auf dem neuesten Stand der Dinge ist. Aus dem Grund habe ich euch nochmal den alten Classic Analytics-Tracking-Code hier im Beispiel mitgebracht. Wenn auf der Seite also irgendwas zu finden ist, was hier nach GAQ.push aussieht, ja, dann wissen wir ganz einfach, ah, hier wird noch nach dem alten Classic-Code gearbeitet, der, wie gesagt, seit anderthalb Jahren nicht mehr aktuell gehalten ist.
Der führt zwar im Grunde genommen noch zu der entsprechenden Datenerhebung, unterstützt natürlich nicht die neuen Funktionalitäten und sollte bei der Gelegenheit einfach 1:1 gegen den neuen Tracking-Code ausgetauscht werden. Mehr muss man an der Stelle nicht tun. Damit ist im Grunde genommen die bestmögliche Informationsversorgung gewährleistet. Und das gilt es natürlich hier in dieser Position entsprechend auch zu beachten. Also bitte da direkt mal auf das System einsteigen und hier die Informationen entsprechend abrufen. Vorteile von Universal Analytics, abgesehen davon, dass wir heute auch gar keine Wahl mehr haben, ist eben hier die Möglichkeit, dass wir noch auf verschiedene Informationen zugreifen können. Wir haben heute die Möglichkeit, auch organische Suchquellen selbstständig im System im Backend zu definieren. Wir haben die Möglichkeit, dass wir auf Sitzungsparameter zugreifen können. Ich kann damit die Laufzeit von Sitzungen zum Beispiel im System modifizieren. Wir haben Möglichkeit, bestimmte Suchzugriffe aus dem Traffic-Bereich auszuschließen. Ich habe die Möglichkeit, bestimmte Verweisquellen herauszunehmen. All das sind nachher für den erfahrenen Anwender durchaus Optionen, die für ihn in Frage kommen. Darüber hinaus können wir zusätzliche Dimensionen und Messwerte eigens definieren, also benutzerdefiniert nachher im System festlegen. Also auch das sind entsprechende Möglichkeiten, die mir das System hier in dieser Konsequenz wiedergibt. Bevor wir in die eigentlichen Berichte einsteigen, möchte ich kurz auch noch auf die Verknüpfung von Analytics mit Google AdWords eingehen. Und das machen wir jetzt hier in den nächsten Folien. Und das ist eine Sache, die sehr einfach ist. Wichtig im Kern natürlich darauf zu achten, diese Arbeit kann logischerweise nur eine Person vornehmen, die sowohl Zugriff auf das Google AdWords-Konto als auch auf das Google Analytics-Konto hat, idealerweise in beiden Systemen als Administrator eingetragen ist, weil dann kann ich natürlich sämtliche Einstellungen sofort aus einer Hand übernehmen und das lässt sich wirklich mit 2, 3 Mausklicks nachher entsprechend bewerkstelligen. Ist also wirklich ein Akt, der ist in 5 Minuten durch. Da muss man hier nichts Kompliziertes in Angriff nehmen. Heute nehmen wir die Verknüpfung aus dem Google Analytics-Konto vor. Das heißt, ich bewege mich ja wieder in den Kontoeinstellungen. Wir sehen, dass wir hier in diesen mittleren Einstellungsbereichen auf den Properties entsprechend unterwegs sind. Und dort haben wir neben den Standard-Einstellungsmöglichkeiten von Analytics auch die Möglichkeit, hier eine Verknüpfung mit anderen Google-Produkten vorzunehmen. Ja, und wir sehen, dort lacht uns schon die AdWords-Verknüpfung an der Stelle an. Und das ist im Grunde genommen denkbar einfach. Es bietet sich mir hier an der Stelle ein roter entsprechender Verknüpfungsbutton an. Wenn ich den entsprechend aktiviere, werden mir sofort alle Google AdWords Content angezeigt, auf die ich als Nutzer, als Administrator hier entsprechenden Zugriff habe. Ich kann das relevante Konto hier sofort per Mausklick mit in dem System übernehmen und eintragen. Ich kann später eine sogenannte Datenansicht dazu verknüpfen und das ist es im Grunde genommen in der ersten Instanz auch schon gewesen. Mit dieser Verknüpfung stellen wir sicher, dass die Kennzahlen dann aus dem Google AdWords-Konto heraus in unser Google Analytics-Konto hineinfließen und wir auf der Analytics-Ebene hier alle Kennzahlen, Berichte und Leistungsdaten auch auswerten können. Das ist für die normale AdWords-Betreuung an der Stelle vielleicht nicht jetzt für die Betreuung relevant, ist aber in der Verknüpfung mit anderen Berichten später relevant, weil ich könnte zum Beispiel auf die Idee kommen, im Analytics-Konto eine Auswertung zu fahren, wie entwickeln sich denn organische Suchzugriffe im Verhältnis zu den Google AdWords-Konten? Bekomme ich auf sozialen Netzwerken mehr Conversions als über AdWords? Wie verhalten sich meine E-Mail-Kampagnen im Verhältnis zu bestimmten Google AdWords-Kampagnen? Das wären alles Auswertszenarien, die ich hier bei dieser Verknüpfung aus meinem Google Analytics-Konto ohne Probleme vornehmen kann. Und das sind natürlich gerade für solche Marketingaktivitäten ganz wichtige Kriterien, die wir hier zur Pflege und Erweiterung benötigen. Nachdem ich diese Grundverknüpfung gemacht habe, begeben wir uns jetzt mal ganz kurz in unser entsprechendes AdWords-Konto hinein. Hier haben wir auch 2 verschiedene Möglichkeiten, Google Analytics nachher aufzurufen. In unserem Fall würde ich erstmal auf die Einstellungsbereiche zugehen. Ihr wisst, das ist im Google AdWords-Bereich oben dieses Zahnradsymbol. Und bei dem Zahnradsymbol habe ich zweimal die Möglichkeit, hier zu konfigurieren. Einmal im Einstellungsbereich, ganz wichtig darauf zu achten, dass hier auch die sogenannte automatische Tag-Kennzeichnung aktiviert ist. Das sollte bei der Kontoverknüpfung automatisch auch richtig gesetzt werden. Passiert heute in der Regel auch. Bei älteren verknüpften Konten kann es im Einzelfall schon mal vorkommen, dass aber die automatische Tag-Kennzeichnung nicht aktiv ist.
Und dann können die entsprechenden Informationen zu Kampagnen, Anzeigengruppen, Keywörtern auch nicht ordnungsgemäß übernommen werden. Also bitte hier einmal reinschauen, dass bei den Einstellungen des Tracking auch sauber gesetzt ist, und dann spricht ja hier auch einer Verknüpfung weiter nichts dagegen. Im zweiten Fall gehen wir auch immer im Bereich der entsprechenden Einstellungen auf die Funktion verknüpfte Konten. Ja, weiß nicht, wer von euch da regelmäßig mal einen Blick reinwirft. Da hat sich ja seit einigen Wochen, Monaten doch Erhebliches getan. Und wir sehen, dass wir auch hier an dieser Stelle nochmal die Möglichkeit haben, Google Analytics Daten mit Google AdWords zu verknüpfen. An dieser Stelle konfigurieren wir sozusagen aber den Weg von Google Analytics Leistungsdaten in unser Google AdWords Konto auf der Seite. Das heißt, wir haben hier nachher den Zugriff auf bestimmte Informationen, die wir uns gleich gemeinsam erschließen werden. Auch diese Verknüpfung jetzt wiederum aus dem AdWords-Konto funktioniert, wie wir es gerade gesehen haben. Ich gehe hier in diesem Fall auf Details anzeigen, klicke das Thema an. Mir werden automatisch sämtlich mit meinem Account verknüpfte Analytics-Konten angezeigt. Ich selektiere das zu diesem AdWords-Konto passende, setze den entsprechenden Haken und damit habe ich sofort Zugriff auf diese entsprechenden Leistungsdaten. Also ganz wichtiger Part, wo wir hier gerade schon sind. Natürlich gehe ich mal davon aus, dass man auch die Search-Konsole hier mit seinem AdWords-Konto verknüpft. Warum? Weil ich damit natürlich hier auf die Leistungsdaten organische Besucher im Verhältnis zu AdWords-Besuchen zugreifen kann. Und das ist mitunter eine ganz passende Statistik, wenn ich hier mal anschauen möchte, ob die Google AdWords-Klicks versus die organischen Klicks für mich zielführend sind oder nicht. Nachdem wir diese Verknüpfung vorgenommen haben, würde ich an der Stelle mal bitten, jetzt zum Beispiel auf die Keyword-Ebene zu gehen. Das heißt, wir bewegen uns mal in unsere Kampagnen hinein, gehen hier in unseren Keyword-Bereich und wählen dann mal den Funktionspunkt und Menüpunkt Spalten anpassen. Nachdem wir diese Verknüpfung der Konten gemacht haben, sehen wir nämlich, dass wir hier auch eine zusätzliche Leistungszahl zum Thema Google Analytics verwenden können. Das heißt, ich kann mir auf Keyword-Ebene zum Beispiel Daten wie Abschwungrate, Seiten pro Sitzung, durchschnittliche Sitzungsdauer oder auch Prozent neue Sitzungen im AdWords-Konto mit anzeigen lassen. Und das ist natürlich hochspannend, denn wenn ich hier sehe, dass ich vielleicht ein Keyword drin habe, was vielleicht auf der einen Seite gut geklickt wird, was ja für mich erstmal schön ist, auf der anderen Seite aber realisiere, dass ich es hier mit einer sehr hohen Abschwungrate zu tun habe, dann könnte ich auf die Idee kommen, dass natürlich das schöne Geld, was sozusagen in das Klickbudget aufgegangen ist, eben direkt sozusagen faktisch gleich wieder durch eine Abschwungrate vernichtet wurde. Ja, ich weiß, es hängt natürlich bei einer Interpretation nachher der Zielseite, aber ich glaube, es ist trotzdem eine Kennzahl, die uns hier deutlich interessiert. Falls zum Beispiel jetzt kein Conversion Tracking im Konto implementiert ist, kriege ich damit eine sehr gute Leistungszahl, die mir hilft zu verstehen, wie relevant ist denn eigentlich der Besucher bei mir auf der Website und was können wir mit diesen Themen und Daten entsprechend vornehmen. Ja, und dann schauen wir nachher in das System rein und ich sehe, Mensch, ich habe hier viele Klicks bekommen, null Abschwungrate, das heißt, alle Besucher waren erstmal glücklich und zufrieden. In dem Fall hat das jetzt auch zum Abschluss für ein Ziel geführt. Dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Ne? Habe ich hingegen hier ein anderes Keyword, wo wir sehen, da habe ich eine sehr hohe Abschwungrate mit 75%, die dazu noch eine sehr, sehr geringe Benutzungsdauer mitbringt. Dann weiß ich, okay, die Besucher, die bei dieses Keyword kommen, sind für mich tatsächlich nicht besonders relevant und kann natürlich dann für mich hier in die Optimierung meiner Kennzahlen entsprechend eintreten. Und so lassen sich die Daten abbilden. So, jetzt befinden wir uns praktisch wieder im Analytics-Konto. Das heißt, auch hier kann ich im Grunde genommen auf sämtliche dieser Leistungsdaten ohnehin zugreifen. Und wie gesagt, der große Vorteil in dieser Position, ich kann es jetzt auch mit anderen Kampagnenaktivitäten außerhalb von Google AdWords direkt nochmal in Abgleich bringen. Und wenn ich eben hier eine Gegenüberstellung verschiedener Werbeoptionen haben möchte, dann bietet mir das System natürlich eine wunderbare Ausgangsbasis, um diese Entwicklung zu betrachten. So, jetzt haben wir von der Einrichtungsseite mal die wesentlichen Punkte abgearbeitet. Ja, die Hauptknackpunkte habe ich hier nochmal kurz für euch darauf hingewiesen. Der Rest ergibt sich in den Einstellungsmodellen im Grunde genommen selbstredend. Da muss man keine großen
Dinge wissen. Das kann man also mal schnell mit Informationen herunterklicken. Wichtiger ist jetzt nochmal zu schauen, ja, was können wir eigentlich nachher aus dem System ziehen? Welche Informationen generieren wir denn? Und das ist ganz klar. Google Analytics gibt uns Auskunft über die Besucher. Ich kriege Informationen über Besuchsdaten selbst. Ich kann bestimmte Aktivitäten auf meiner Internetseite messen. Ich habe die Möglichkeit zu sehen, wie viele Seitenaufrufe zum Beispiel gekommen sind. Also es gibt eine ganze Menge an sogenannten Dimensionen und Kennzahlen, die mir das System hier zur Verfügung stellt und die mir natürlich helfen, hier eine entsprechende Entwicklung zu machen. Und das wollen wir uns natürlich hier nochmal im Verlauf genau anzuschauen. Google Analytics analysiert dabei Messwerte unter Berücksichtigung verschiedener Dimensionen. Dazu ist erstmal kurz wichtig zu verstehen, was sind eigentlich Dimensionen und was sind nachher die tatsächlichen Messwerte. In dem Dimensionsbereich kann man das ganz einfach feststellen. Da kann sich zum Beispiel ein Browser hinter verbergen. Das heißt, wir können auswerten über Google Analytics, mit welchem Browser sind denn Besucher auf meiner Webseite nachher gelandet. Aus welchem Land sind die gekommen, über welches Keyword sind die gelangt. Aus welcher Stadt sogar, ich kann das Kampagnen zuordnen. Wir haben die Möglichkeit, die Zielseiten dazu auch konkret abzurufen. Wir sehen Informationen zur Besucherquelle und zum Medium. Also eine ganze Vielzahl an interessanten Daten, die wir natürlich nicht missen wollen, um hier die Optimierung zu machen. Ob wir uns für Bildschirmgröße und Sprache interessieren, das Betriebssystem der Besucher wissen wollen, ob wir speziell eine Idee haben zu sehen, nach welchem Produkt haben die sich denn hier informiert oder welche Kategorie wurde aufgelesen. Es gibt in Summe über 400 Dimensionen und Messwerte, die wir heute im System verwenden können. Auch dazu gibt es natürlich unter der Google Analytics Hilfe eine sehr schöne Aufstellung, die das ganz genau erläutert. Und darum bin ich sehr sicher, dass für jeden eurer Auswertungsfälle hier auch tatsächlich Zahlen, Daten, Fakten nachher zur Verfügung stehen, die genau diese Informationen entsprechend liefern. Die Messwerte werden wir im Standard häufig betrachten, im Zusammenhang mit Anzahl der Sitzungen, aber auch zum Beispiel Themen, wie wir hier sehen, mit durchschnittlicher Sitzungsdauer sind für uns hilfreich. Ja, die eben schon diskutierte Abschwungrate wollen wir natürlich genauso mitnehmen, aber vielleicht auch einfach die Anzahl der Zeit auf der Seite, der Conversions, die ausgeführt worden sind, also Zielerreichung. All diese Daten sind natürlich für uns im System zu betrachten und können hier im Rahmen der Auswertung nachher von uns verwendet werden. Dabei haben wir bitte immer unsere Kontostruktur im Hinterkopf. Das heißt, wir erinnern uns immer, dass wir für das Unternehmen eine Kontoebene eingerichtet haben im System. Für das Unternehmen kann es theoretisch bis zu 50 verschiedene Properties geben, die hier zu betrachten sind. Wenn also hier eine Firma nicht nur eine Webseite, sondern 20 hat, gar kein Problem, lässt sich alles über ein Google Analytics-Konto auswerten. Und wenn Sie noch 5 Apps entwickelt haben, auch kein Problem. Bis zu 50 Properties lassen Sie sich ja ohne Frage mit auswerten. Innerhalb der Properties selbst fahren wir dann sogenannte Datenansichten. Hier können wir also im Detail genau das konfigurieren, was wir in den Berichten später auswerten wollen. Also da gibt es ausreichend Platz und Ebenen, um hier alle Bedürfnisse der Statistikanalysen abzurufen. Die einzelnen Analytics-Berichte sind dabei in Hauptgruppen von 4 Stück sortiert und die kann man immer mit einer schönen Fragestellung einfach für sich beantworten. Das heißt, wir sehen hier, dass es einen großen Bereich zur sogenannten Zielgruppe gibt, den wir analysieren können. Hier können wir die Frage stellen, wer sind eigentlich unsere Besucher? Ja, da geht es um solche Details wie, wo, aus welcher Region kommen die her, über welchen Browser sind die zu uns gelangt, welches technische Device. Also Notebook zum Beispiel, Smartphone oder Tablet haben die verwendet. All das sind Informationen, die wir hier gleich gemeinsam in diesem Zusammenhang der Zielgruppe einmal erörtern werden. Im Akquisitionsbereich geht es darum, Fragen zu beantworten, nämlich wie haben uns denn eigentlich unsere Besucher gefunden? Sind die über eine organische Suche gekommen? Haben die direkt unsere Internetseite aufgerufen, weil sie sozusagen unsere URL schon kannten? Sind die über eine Google AdWords-Anzeige auf uns aufmerksam geworden? Haben die irgendwo einen Link im Internet gefunden? Sind die speziell aus sozialen Netzwerken zu mir gekommen? Haben die die organische Google-Suche verwendet? All das sind entsprechend hier Informationen, die natürlich gerade im Hinblick auf die Online-Marketing-Steuerung sehr wichtig sind.
Und dort könnte ich auch meine verschiedenen Kampagnen in diesem Berichtsbereich später gegenüberstellen, um zu sehen, ist jetzt AdWords für mich effizienter wie Social Media Marketing oder haben vielleicht die Newsletter uns hier die größten Erfolge ins Haus gebracht. Das alles lässt sich hier aus diesen Positionen natürlich ableiten. Im Verhaltensbereich wiederum bekommen wir Informationen dargestellt, die uns helfen zu verstehen, was haben denn die Besucher auf unserer Webseite gemacht. Also welche Einzelseiten haben die aufgerufen? Haben sie die Suche auf unserer Internetseite verwendet? Benutzen sie spezielle Navigationselemente und. Also hier geht es wirklich darum, in die Feinanalyse zu gehen, um zu sehen, für welchen Content haben sich denn die Leute nachher tatsächlich interessiert und wie bringt es uns an der Stelle das Thema weiter. Der Hauptaspekt wird natürlich im Weiteren auf den Conversion-Auswertungen liefern, nicht? Also, was bringen mir die Besucher nachher, ist hier wiederum die Kernfrage. Das heißt, wichtig ist nachher ein Ziel zu definieren, ob es jetzt die Kontaktanfrage ist, eine Lead-Generierung, ob wir im Webshop den Umsatz messen, ob wir wissen wollen, wie viele Newsletter-Anmeldungen wir erhalten haben. All das können wir im System hinterlegen und einstellen, weil das wollen wir natürlich genau später auswerten, um hier eine optimale Steuerung dann unserer Kampagnenergebnisse auf Basis natürlich hier von harten Conversions vornehmen zu können. Ja, schauen wir mal rein, welche Möglichkeiten bietet das System. Wenn wir uns im System später anmelden, haben wir hier im Grunde genommen einmal den Berichtsbereich, wie wir das gerade auch betrachten. Das heißt, wir sehen hier ist schon aufgeklappt nachher die Zielgruppenübersicht, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, ich habe immer eine schöne grafische Darstellung vom Benutzerverlauf. In dem Fall kann ich hier immer bestimmte Datumsegmente im System ankreuzen. Wenn ich mich neu im Konto einlogge, dann habe ich immer automatisch die letzten 30 Tage, die mir das System anzeigt. Das heißt, mit meiner entsprechenden Erfahrung werde ich für mich dann schon sehen, ja, ist alles hier so im normalen Fluss. Gibt es irgendwelche Ausschläge nach oben oder unten, die vielleicht ungewöhnlich sind, wo ich mich irgendwie drum kümmern muss? Ich habe die gesamten Leistungsparameter konsolidiert für meine Webseite schon einmal im Überblick. Und das hilft natürlich mit einer entsprechenden Übung hier gut zu verstehen, ob die Internetseite im ganz normalen Umfang läuft oder ob es hier irgendeinen Handlungsbedarf gibt, der an der Stelle später zu benutzen ist. Ja, und das rufen wir immer unter den sogenannten Berichten ab, die wir hier an dieser Stelle natürlich aufrufen können. Dabei sehen wir hier nochmal die Vierergruppierung mit Zielgruppe, Akquisition, Verhalten und Conversion. Ja, und hier darüber hinaus gibt es nochmal weitere Funktionalitäten. Wir sehen, dass wir uns später noch sogenannte Dashboards erzeugen können. Wir haben die Möglichkeit, Echtzeitreports hier nochmal abzuliefern. Das heißt, da geht es wirklich nochmal in Detailbetrachtung, die das System uns heute natürlich im Standardumfang schon zur Verfügung steht. Im Zielgruppenübersichtsbereich selbst können wir nochmal deutlich unterteilen. Also hier sehen wir nochmal im Speziellen die Möglichkeit, auch Berichte zu demografischen Merkmalen abrufen zu können. Das heißt, hier kriege ich spezielle Informationen zu meinen Besuchern, die sich auf Altersgruppen und Geschlechtssituationen bewegen. Wir haben die Möglichkeit, auch Interesseninformationen abzurufen. Dabei werden jeweils an dieser Stelle hier Verlaufsdaten der Besucher mit verwendet. Die gleichen Positionen kann ich auf der anderen Seite für die Google AdWords Auslieferung nachher auch im Display-Netzwerk wieder verwenden. Also da sind die Interessengruppen und demografischen Merkmale identisch zwischen den beiden Systemen und können natürlich auch für solche Analysen und zielgerichteten Einstellungen Verwendung finden. Im geografischen Bereich bieten sich nachher die Berichte an, die mir zeigen, nach welcher Sprache die Besucher strukturiert sind. Dabei wird bitte jeweils die im Browser eingestellte Sprache meiner Besucher ausgelesen und hier für mich in den übersichtlichen Berichten abgelegt. Auch in dem geografischen Bereich selbstverständlich die Herkunft. Dabei können wir nach Kontinent, nach Land, nach Region, aka Bundesland und natürlich auch nach Städten unterscheiden. Und das ist sicher für viele Leute eine sehr gute Hilfe, die eben hier drüber nachdenken, wie sie vielleicht ihre regionale Ausrichtung der Werbung später optimieren können oder welche Einflussfaktoren vielleicht andere Werbeformate nochmal haben, weil dann sollte sich ja dann hier in diesen Bereichen auch jeweils was tun, wenn ich dort Veränderungen vornehme. Der Verhaltensbereich selbst gibt Auskunft darüber, wie häufig Besucher zu mir auf die Webseite kommen, wie viel Anzahl der Seiten pro Besuch im Regelfall durchlaufen werden, plus den ganzen entsprechenden Ausprägungen.
Wer mag, kann sich die Durchschnittszeitbereich für die Besuchsdauern im Konto ansehen. Und das ist natürlich wichtig, um hier wieder natürlich die Inhalte später zu optimieren und dazu natürlich umfangreiche Auswertungen zu Rate zu ziehen. Der Technologiebereich enthält zwei Hauptthemenkomplexe. Hier geht es zum einen um das ganze Thema der Browser, die wir abrufen können. Frage ist immer heute nicht, funktioniert meine Webseite auch tatsächlich mit allen Browsern? Idealerweise ja, ist von mir getestet. Dann sollte natürlich in dem Zusammenhang auch meine Webseite mit allen Browsern gut kooperieren. Das heißt, wenn wir hier in solchen Berichten deutliche Abweichungen zwischen verschiedenen Browsertypen feststellen würden, könnte das ein Indikator dafür sein, dass meine Internetseite vielleicht nicht mit allen Browsertypen tatsächlich kompatibel ist. Und das wäre eine Aufgabe für den Webprogrammierer, so etwas nochmal im Detail zu betrachten und natürlich zu richten. Alternativ haben wir im Technologiebereich auch noch die Möglichkeit, die Internetprovider der Besucher zu analysieren. Das kann Performancegründe haben, die hier zum Beispiel mit zum Tragen können. Also je nachdem, wer in welchem Informationsgrad Daten aus dem System ziehen möchte, wird in jedem Fall hier nicht enttäuscht. Ausrichtung auf mobile Nutzer, auch ganz klar ein wichtiges Thema heutzutage. Wir wissen, dass natürlich auch bei Google AdWords Werbung Mobilgeräte heute eine zunehmende Rolle spielen. Ja, über die Hälfte der Bevölkerung geht mittlerweile über Smartphone tatsächlich ins Internet. Das heißt, ich kann hier für meine individuelle Seite nachher analysieren, wie genau ist denn die Anteiligkeit in dem Zusammenhang bei mir. Und man erkennt hier wieder aus den Berichten natürlich sehr schön seine Ausreißer. Das heißt, wenn ich feststelle, dass alle Mobilnutzer deutlich kürzere Verweilzeiten hätten bei deutlich höheren Abschwungraten, dann müsste ich mir meine Gedanken zur Weboptimierung machen in dem Zusammenhang. Oder aber im Gegenteil, ich stelle fest, mobile Seite ist super entwickelt, hat Top-Performance-Werte, super Leistungsdaten. Dann kann ich das natürlich auch für die Detailabstimmung nachher nutzen und hier entsprechende Maßnahmen daraus ableiten. Last but not least ist in diesem Bereich auch unser Benchmark-Support mit aufgesetzt, ja, der aber wie gesagt einmal im Konto nachher auf der Ebene aktiviert werden muss. Das hatten wir zu der Anfangsfolie auch gleich mit betrachtet. Kommen wir nochmal zu den weiteren Möglichkeiten im Zusammenhang mit den Akquisitionsdaten. Hier können wir wirklich abrufen nach Kanälen die gesamten Zugriffe auf meine Webseite. Die Kanäle werden dabei in sechs Standardkanäle unterschieden. Na, also wir haben direkte Zugriffe, wir haben organische Zugriffe, wir haben CPC-Zugriffe, das sind die Google AdWords Search-Kampagnen, wir haben Display-Zugriffe, das wären die Google AdWords Display-Aktivitäten. Darüber hinaus können wir das nach verschiedensten Kampagnen nochmal strukturieren. Es gibt die Referrals, also Verweisquellen, die wir da entsprechend mit drin haben. Und so lässt sich für alle Bereiche natürlich hier eine super Auswertung in dem Zusammenhang fahren. Und wir haben natürlich über die Verknüpfung mit unserem AdWords-Konto, das sehen wir hier sehr schön, auch direkt die AdWords-Leistungsdaten nochmal im Zugriff und können die, wie gesagt, mit den anderen Kampagnentypen direkt gegenüberstellen und abgleichen und damit die Effizienz der verschiedenen Kanäle für unseren Kunden dokumentieren und weiter optimieren. In der Verknüpfung von meinem Google Analytics-Konto mit der Search-Konsole lässt sich auch hier auf Datenmaterial der Suchmaschinenoptimierung zurückgreifen. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass ich auch Keyword- und organische Ranking-Positionen mit im System abrufen kann. Viele interessante Informationen mehr. Insofern auch das bitte im Standard gleich mit aktivieren. Das heißt, hier auch darauf achten, dass natürlich mein Google AdWords, Entschuldigung, dass mein Google Analytics hier auch mit der Search-Konsole richtig verzahnt ist, damit ich das Optimum aus den Daten auch rausziehen kann. Die sozialen Netzwerke wiederum werden natürlich von Haus aus im System erkannt und verarbeitet. Also auch gerade für Unternehmen interessant, die natürlich viel Zeit und Aufmerksamkeit in diese sozialen Netze mit investieren. Zu sehen, wie wirkt sich das nachher hier auf meine Conversion-Daten entsprechend aus, konvertieren die Kunden auch alle gut. Das ist hier natürlich über diesen großen Zugriffsbereich möglich. Und last but not least hier in dem Zusammenhang die Kampagnenauswertung, wo, wie gesagt, ich meine unterschiedlichsten Werbeaktivitäten über ein spezielles Kampagnentracking nachvollziehen kann. Und gerade das ist natürlich wichtig, um eben hier Steuerung und Auswertung in dem Zusammenhang zu übernehmen. Ja, bleibt noch der Verhaltensbereich selbst. Ja, Website-Content ist logisch, Website-Geschwindigkeit.
auch ein ganz wichtiges Berichtsmoment, weil ja hier auch die Site-Performance heute gerade in das Thema Ranking und Suchmaschinenoptimierung enorm mit einzahlt. Na, wir haben die Möglichkeit, Site-Search-Analysen zu machen, sprich haben die Besucher auf meiner Webseite hier auch entsprechende Analysen vorgenommen. Gibt es bestimmte Ereignisse auf meiner Webseite, die sogenannten Events, die regelmäßig durchgeführt werden? Wir haben eine Ausgangsplattform hier, um auch nachher AB-Tests bzw. Variantentests einer Webseite vornehmen zu können. Haben die In-Page-Analyse, die mir meine Webseite selbst nochmal hervorzeigt und damit ermöglicht zu verstehen, wie sich die Besucher über diese Webseite hier nachher bewegen. Das alles sind natürlich ganz wichtige Analysepunkte, wenn es zur Optimierung der Webseite mit den entsprechenden Leistungsdaten geht. Und wie dargestellt, natürlich hier auch Zielvorhaben, E-Commerce-Kennzahlen ohne Probleme im System abzurufen. Das lässt sich eben hier sehr einfach auswerten. Den Multi-Channel-Trichter hatten wir schon mal im Rahmen mit der Display-Video-Training-Situation erwähnt. Das heißt, hier können wir nachher darauf zugreifen, um festzustellen, ja, über welche Hauptaktivitäten kommen die Besucher auf meiner Webseite. Da war das Beispiel zu finden, dass zum Beispiel Display-Werbung durchaus im vorgelagerten Bereich eine sehr wichtige Maßnahme sein kann. Und das lässt sich hier über diese Berichte, Multi-Channel-Trichter und Attribution ohne Probleme nachvollziehen. Und damit ist es transparent und kann natürlich gesteuert werden. Also, wir sehen, eine ganze Menge an Informationen sind im System verfügbar und können genutzt werden. Und so kann ich natürlich optimal mit meinen Leistungsdaten arbeiten. Als Agentur kann ich dabei beliebig zwischen meinen verschiedenen Konten nachher wechseln. Das ist gar kein Problem. Natürlich haben wir hier die Möglichkeit, auch verschiedene Informationen aus dem System herauszuziehen. Wir sehen, es gibt eine Exportfunktion, wo ich automatisch auf Tabellen der Berichte zugreifen kann. Wir können aber die Berichte ergo auch als PDF-Dokument abrufen, wenn ich die für interne Beratungszwecke zum Beispiel weitergeben möchte. Ich kann auch Berichte automatisieren, indem ich die als E-Mail im System konfiguriere und in festgelegten Zeiten mir dann zusenden lasse oder das an einen Personenkreis zusenden lasse. All diese Möglichkeiten dienen natürlich hier sehr flexibel zur Optimierung. Wer mag, hat die Möglichkeit, Zeitvergleiche zu erstellen. Das heißt, ich kann hier ohne Probleme mit wenigen Mausklicks sagen, pass auf, Google Analytics, ich möchte mal wissen, wie hat sich denn jetzt hier der Februar zum März entwickelt. Na, wie laufen die Daten? Sie sehen, ich kann hier mit einem Mausklick gleich alle Zeitbereiche direkt mal schnell anklicken. Sofort liegt mir der entsprechende Berichtsbereich, die Grafiken übereinander. Sofort werden mir auf den tabellarischen Bereichen hier die Unterschiede auch aus dem System gezogen. Und damit bin ich natürlich sehr schnell in der Erkenntnis und kann sofort zuordnen, ob denn jetzt die zusätzliche Marketingmaßnahme nun etwas gebracht hat und wie wir in dem System weiter vorgehen können. Also, Google Analytics, eine total spannende Geschichte, die in keinem gut geführten AdWords-Bereich fehlen darf, weil einfach so viele Informationen noch aus dem System später dazukommen. Ja, was haben wir noch Spannendes? Was haben wir für Leistungsdaten, ist klar. Wir wollen wissen, wie viele Nutzer auf der Webseite gewesen sind. Wir wollen wissen, wie viele Sitzungen haben diese Nutzer aufgeführt. Wie häufig kommen die denn nachher vorbei? Nicht? Wie viele Seiten pro Sitzung werden denn abgerufen? Das alles sind nachher Indikatoren, die mir helfen, hier auch eine qualitative Betrachtung zu machen. Denn in der Regel wird es so sein, dass natürlich hier eine möglichst hohe Zahl eher für mich positiv zu definieren ist. Das heißt, wenn die Leute möglichst lange auf meiner Internetseite verweilen, können sie ja nicht beim Wettbewerber vorbeischauen, dann bin ich wahrscheinlich glücklich und zufrieden. Habe ich eher eine sehr kleine Abschwungrate, weiß ich, dass meine Besucher im Zusammenhang der Themenrelevanz bei mir gut aufgehoben sind. Und so kann ich über sämtliche Berichtsbereiche genau mit diesen Kennzahlen nachher sehr gut operieren, um hier natürlich meine Betrachtungsvorschläge zu entwickeln und darüber herausziehen zu können. Wir haben dabei immer die Möglichkeit, verschiedene Datenbestände anzuschauen, also Website-Nutzung. Wir können es auf Zielerreichung abstimmen. Wir können auf reine E-Commerce-Daten im Thema eines Webshops nachher zugreifen. Und so lässt sich natürlich hier wunderbar und gut im System optimieren. In manchen Fällen
wird uns eine Standardberichtssituation nicht ausreichen. Wir sehen das hier gerade. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier eine Berichtsübersicht über Quelle Medium. Das heißt, ich kann feststellen, wie viele Besucher haben wir denn hier über Google AdWords bekommen im Verhältnis zu den direkten Besuchern. Was hat sich hier für die organischen Sucher bei mir begeben und entwickelt? Was haben wir über Verweisquellen geschafft? Wir sehen die jeweiligen Umsatzsituationen für einen Webshop dazu mal dargestellt und können natürlich jetzt aufgrund solcher Tatsachen hier sehr schön und schnelle Entscheidungen auch im System treffen. Oder ich kann nachher auch noch verschiedene weitere Informationen mir dazu einblenden lassen. Vielleicht ist es ja für uns interessant, auch noch zu wissen, neben Quelle Medium, ja, aus welchem Land oder aus welcher Region kommen Besucher. Ja. Haben wir das für bestimmte Gerätekategorien nochmal dargestellt? Also insofern auch wieder der Appell, auf solche Funktionalitäten wie sekundäre Dimension einfach mal anklicken, neugierig schauen, welche Daten sich nachher dahinter verbergen, weil das ist natürlich für mich wichtig, um hier später mein Auswertungs- und Optimierungspotenzial zu erkennen und mit anzubieten. Ja, und dann werden mir die Daten ganz einfach dargestellt im System, kann ich gut mitarbeiten und hier natürlich sehr einfach meine besonderen Kennzahlen rausziehen. Dazu ist auch die interne Suchfunktion nützlich, die ich als Filter verwenden kann. Wir haben die Möglichkeit, natürlich hier auch direkte Filtereinstellungen im System später vorzunehmen, um nur bestimmte Betrachtungen zu machen. Da wird hier neben den dynamischen Filtern auch das Segment eine Rolle spielen. Dazu werden wir auch nochmal spezielle Videotrainings mit anbieten und das sollte man sich in jedem Fall mal ganz intensiv anschauen, um hier auch optimal nachher arbeiten zu können. Die Darstellungsformen sind dabei heute sehr vielfältig. Das heißt, wir haben natürlich immer die Tabelle als Grundformat, die wir verwenden können. Aber mitunter ist auch eine Darstellung als Tortendiagramm viel hilfreicher, weil ich da eher auf einen Blick nachher die entsprechenden Leistungsdaten erfassen kann. Andere möchten es vielleicht lieber in bestimmten Bereichen als Balken sehen oder möchten einfach eine Vergleichsansicht dargestellt bekommen, die man eben dann hier auch mit verwenden kann oder möchte vielleicht, weil das gewohnt ist, lieber mit Pivot-Tabellen arbeiten. Also je nach Bericht lässt sich das nachher unterschiedlich konfigurieren und letztendlich so einrichten, dass ich auch für mich immer die relevanten Darstellungen habe, die mir auf einen Blick helfen werden, eben sofort die wichtigsten Elemente rauszupicken. Und das ist natürlich wichtig, dass wir das hier nachher für uns alles realisieren, welche Einstellungsmöglichkeiten in dem System später zur Verfügung stehen. Ja, und damit sind wir mit dem Videotraining zum Thema Grundeinführung Google Analytics. Einmal eine Grundbetrachtung hier der Nutzungsoberfläche, ganz wichtig der Verknüpfung mit dem Google AdWords-Konto einmal näher gekommen. Ich hoffe, dass das soweit euch animiert hat, euch weiter intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich persönlich bin der Meinung, dass man in der Tat Google AdWords-Kontenbetreuung ohne Zugriff auf Analytics also nur schwer machen kann, weil ich natürlich hier sehr wertvolle zusätzliche Informationen bekommen kann, die mir natürlich helfen, zum einen die Wirtschaftlichkeit der Aktivitäten mit darzustellen und die zum anderen natürlich wichtig sind für den Kunden, weil er braucht solche Kennzahlen, um natürlich da auch sein Geschäft zu optimieren. Und je besser sich der Kunde entwickelt, umso besser ist das ja auch in der Regel für uns. Und da wollen wir natürlich alle hier an einem Strang ziehen. Also beschäftigt euch unbedingt nochmal intensiv mit dem Analytics-Trainingsangebot, was ja auch auf der Partnerplattform mit zur Verfügung gestellt wird. Wie angesprochen, gibt es gerade auch auf Analytics im Hilfebereich unzählige Videos, die man gut mit verwenden kann. Also speziell auch vielleicht mal bei YouTube gucken, was es da noch so im Angebot gibt. Ist in jedem Fall eine Bereicherung und sollte hier bei keinem von euch zum Standardrepertoire dazugehören. Ja, und damit sind wir auch schon wieder für heute zum Ende gekommen. Ich darf mich ganz herzlich an dieser Stelle wieder für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit bedanken, die ihr uns hier gewidmet habt. Und sage im Namen der Google Partner Academy euch noch eine weiter erfolgreiche Woche und wünsche euch bis zur nächsten Sitzung alles Gute. Also schaltet demnächst wieder ein. Bis dahin grüße ich euch, euer Joachim Schröder. Besten Dank und viele Grüße.